So, herzlich willkommen zurück, Ladies and Gentlemen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, beziehungsweise der Matze bestimmt auch. Hier ist er. Guten Tag, yes, Matze. Yes, ja, einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen in Bolivien, da wo die Sonne scheint. Ja, Traumwetter hier. Zur neuen Session. Ja, und leider sind wir nicht zum Urlaub machen hier. Nee, das wäre viel zu schön. Zu schön, um wahr zu sein, ja? Ja, ich kann mit dem so, wir düsen jetzt hier mit unseren Bikes. Ich düse aber in die falsche Richtung. Ja, nach rechts, oder? Gleich genau. Voll blind. Ja, ich weiß auch gar nicht, was hast du denn überhaupt markiert für uns? So. Es geht. Ja, den ersten Auftrag da unten. Ja. Wichtige Aufklärungsdaten. Alles klärchen. Dann holen wir die uns doch mal, wa? Okay, jetzt bin ich schon fast da. Ja, die letzten Folgen haben wir so ein bisschen mehr die kleineren Sachen gemacht. Aber die haben uns auch sehr weitergebracht. Wir haben zum Beispiel einen. Ne, den Mörser hatten wir ja vorher schon, aber wir können jetzt Rebellen rufen. Ja. Genau. Und ein Auto zukommen lassen. Genau. Also wir brauchen jetzt nicht mehr dumm suchen. Boah, es ist riesig, Kretsche. Die ganzen Leute wieder an. Ich steig ab, ich hole meine Sniper raus. Mach das. Ach ja, jetzt sind wir hier wieder an der Brücke. So, und ich hol gleich schon mal die Drohne raus. Ich steck mich hier in dem Büchlein. Drohne fliegt. Und auf jetzt. So, ist hier noch kein. Nee, ich hab. Ah. Die scheinen sich ja alle. Ja, die scheinen sich so ein bisschen. Die verstecken sich hier so ein bisschen. Ja, super, jetzt krieg ich ja noch einen. Müssen wir mal kurz warten. Okay. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Wir haben Lichtpaneele hier. Ja, ich markiere hier ein bisschen. Ein paar Leute haben wir. So. Ein paar Leute. Und während der Matze gerade noch kurz beschäftigt ist, versuche ich doch schon mal ein bisschen. Ah, glatt eine Trophäe bekommen. Versuche ich mich doch schon mal so ein bisschen hier anzuschleichen. Da ist ein Medikamententransport. So. Gehen wir es mal ein bisschen von außen an hier. Ja. Ah, da haben wir noch einen. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Und das scheint der Hauptanführer zu sein. Und ich bin ja fast dazu verneigt, hier eine Granate reinzuwerfen. Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, ja. So heißt es ja immer so schön. So. Ja, ich vermisse so ein bisschen. Ah, doch, macht er jetzt. So, das um die Ecke schießen, wisst ihr, Leute? Das vermisse ich so ein bisschen, ah. Ja, genau. Den haben wir auch noch gar nicht markiert hier. Nein. So, wisst ihr was? Ich hau die jetzt einfach da rein. Boom! So. Den einen haben wir. Ich hoffe, der sieht mich hier nicht. Ne, der erkennt mich nicht. So, dann mache ich den gleich im Nahkampf platt. Ziel Nummer 5. Ja. Ja. So, was hat der denn hier für eine schöne Knarre? Das ist einfach zu viel. Hohoho. Hallöchen.
Ah. Nein, schon, aber alleine kann ich ist, alleine ist. Kann ich meine andere Knarre nicht wieder nehmen? Die kann ich. Ah, und wir müssen weg. Ja, klar. Okay, der haut ab. Das ist nicht weiter tragisch. Aber der hat uns jetzt Verstärkung rückt an. Ja, das brauchen wir eigentlich gar nicht. So, und ich wechsle mal wieder. Die gefällt mir gar nicht, die Knarre, die er eben hatte. Ja. Ach so. Ja, also mal anrücken hier. Auch platt gemacht. Oh, da kommt doch ein bisschen viel jetzt. Heiliger Kuhmist, ja. Guckt euch das an. Kommen wir gleich von allen Seiten. Wir müssen doch nur an die Aufklärungsdaten ran, ja? Wir müssen doch nur an die Aufklärungsdaten ran. So, die hauen ab. Das heißt, ich weiß nicht, wenn ich jetzt von hier laufe, ob die mich sehen. Ah, ich gehe mal wieder zurück. Ina ist der. Der haut auch ab. Ach so. Okay, das heißt, wir könnten den jetzt mal versuchen zu Platz zu machen. Wo steht er denn? Steht hier. Okay. Naja. So. Und schon kommt danach. So. Naja. Ja. Und die laufen alle unten lang. Und hier können wir einen befreien. Ach komm. Und hier haben wir die Aufklärungsdaten. Ich bin ja nicht alleine. Nein, jetzt haben sie uns. Jetzt müssen wir weg. Besorgen wir ein Video, wie sie aufeinander rumspringen und erpressen ihn dann. Das sollte reichen, um den Rest der VIPs zu vertreiben. So, und ich würde sagen, wir hören ab. Kurz in Sicherheit wiegen. Ja. So. Ja, gerade dann, wenn es voll ist, ist das. Das haben wir erledigt. Sieht er uns eigentlich? Der sieht uns noch. Wer ist denn da? Mika oder? Warte mal. Ah, ich komme nicht weg. Verdammt. Ja, das Gute ist, dem Matze da oben geht's gut. Ja. Und den kümmern die sich gar nicht. Und von daher warten wir jetzt hier einfach mal ab. Ja. Ach nein, er sieht uns doch. Da kommt er. Der Watz hilft uns. So, jetzt müssen wir nur hoffen, dass er den nicht erwischt. So, gracias muchas. Ja. So, also komm mit. What? So. Ja, und dann holen wir uns doch gleich mal hier einen Pickup. Motorrad brauchen wir nicht. Dann holen wir uns hier einen Pickup. Ah, ja. Muss ich natürlich auch bestätigen, ja. Ein Fahrzeug gebeten. Hier haben wir es. Ah, kommen wir da hoch. Jawohl. Super geparkt. Ja, Mensch, besser geht's ja gar nicht. Und da unten irgendwo sind Unidad-Patrouillen. Die wollen wir erstmal umgehen, ja. Ja, super, Alter. Ah. Sauber. So, da unten sind wir fertig, Leute. Ich bahne mir jetzt hier einen Weg zurück auf dem Weg.
So fancy ein Weg gibt, ja, hier haben wir einen. Definitiv, als so. Und dann düsen wir direkt rüber zu den nächsten Aufklärungsdaten. Bevor wir dann hier hoch zu unserem ersten großen Einsatz gehen. Wenn es noch aber mal einen Fall kommt, wir können es vielleicht mal bei deutscher Sichtbewegung bestellen. Und dann gucken wir mal. Hier den Crashweg nach unten. Damn. Wow. Ja, da ist eine Mappe auf dem Schrank oben. Da ist so die Karte. Jawoll. Haben wir doch geschafft. What? So, hier sind wir eigentlich durch. Wollen wir weg? Und dann ab zu unseren nächsten Aufklärungsdaten. Ist der jetzt eigentlich noch dabei? Ganz rechts. So, ich hoffe doch. What? Oh Gott, zum Glück haben wir den nicht getötet. Genau. So, die Rebellen hier haben keinen Heli. Dann holen wir uns später bestimmt nochmal. Der hat das da reingemacht, damit er nicht wieder kommt. Genau, alles klar. Ein Ding hat, glaube ich, 2 Kilo. So. Ich glaube, so 2 Kilo. Kann ich hier so nicht starten? So. Und dann starten wir sie doch jetzt mal. Ja, passt. Alles klar. Jo, bis dann. Peace. Und so. Mann, ey. Der Matze ist back. Da ist er wieder da. Es tut mir wirklich leid, aber mein... What the... Ah, da ist ein fetter Heli. Heli? Ja, da. Warte mal. Alter, ich kassiere voll. Ja, Minigun irgendwo, kann das sein? Aber volle Möhre, ey. Ich hab richtig kassiert gerade. Scheiße. Ja, das Problem ist. Ja, du kommst da nicht hin, weil dann bist du verknallt. Ja, meine Knarre hat's vergessen. Ach, der ist da. Der ist auf der linken Seite. Gut. Ja, komm. Auf der linken Seite ist er. Ist okay. Nein, Alter. Das war. Okay, also die Scharfschützen da sind heftig. Gut, die machen wir jetzt fertig. Hier mit einer Minion. So, ja, hier, Schlauchpause sind wir auch noch nicht gefahren. Auf dem Wasser lang gedüst. Nee, stimmt. Aber da werden wir noch zukommen. Bin ja echt gespannt, was es da noch so für Fahrzeuge gibt. Ich meine, Motorrad, Auto und Hubschrauber, Flugzeug haben wir jetzt schon. Was hab ich jetzt gemacht? Ich sag gar nicht. Ja, lass ich uns mal wieder ein Pickup liefern. Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Da ist es. Express. Ja. Expresslieferung. So, wo sind wir denn? Hier müssen wir hin. Kann man das Auto aussuchen? Nee, ne? Doch, kannst du. Wir haben Pickup. Pickup, das Motocross-Bike und diesen kleinen Minibus, diesen bunten da. Ah, okay. Mehr haben wir ja noch nicht. Alter, wo spawnen wir denn bitte? Ja, weiß ich auch nicht. Können wir hier rüberfahren so? Nee, natürlich nicht. Okay, dann einmal schwimmen bitte. Aber schwimmen. Bisschen sportlich betätigen hier. Natürlich. So, man kann auch leise schwimmen. Ja, voll geil eigentlich. Sehr cool gemacht. So, und dann bestellen wir uns hier gleich wieder ein neues Auto. Alles gut. Ich glaube nicht, dass wir da hochkommen. Das ist doch, wenn man hier versucht rüber zu laufen. Achso, ja doch, komm mal. Mit dem Auto sowieso nicht lang. Achso, müsste ich eh noch 40 Sekunden warten. Ja gut, dann laufen wir hoch. Bin ja mobil hier. Oh, ne, ah, okay. Ich. So. Muss ich hier noch? Komm ich hier hoch? Ah, klettern. Ja, klar. Geht alles. Wir können alles machen. So. Ist gar kein Schalldämpfer drauf. Warum nicht?
Ja, ich habe auch festgestellt, dass ich meine beiden Waffen ohne Schalldämpfer habe. Das ist echt traurig. Kannst du doch nehmen. Steuerkreuz, so. Feuer, also L2 ja, und Steuerkreuz oben. Aber nicht bei den Waffen, die ich habe. Hast du dafür gar keine? Nee. Ah, das ist aber scheiße. Ja. Ich sag's ja. Echt mal leise infiltriert. Deswegen wenigstens eine sollte man haben. Ach was? Achso, den hast du jetzt gerade. Würde ich gerade sagen, ja. Ich kann hier hochklettern. Aber hast du jetzt platt gemacht? So, wo bist du denn? Hier bist du. Könntest ja hochgehen und die platt. Könnte ich tun. Und hier ist einer, den müssen wir, warte mal. Den mache ich im Nahkampf. Achso. Müssen wir den eigentlich schützen? Ich weiß es immer nie. Ja, den müssen wir da hören. Ah, warte. Aber schnell. Weil die schießen auf mich. Ja, der ist platt hier. Die anderen müssen eigentlich ruhig sein. Spuck's aus, Sackgesicht. Ah ja, cool. Was? Fertigkeitspunkt finden? Nachschub finden oder Rebellen? Achso, ja, finden. Kannst du dir... Sag mal schnell irgendwas. Mach von mir die Fertigkeitspunkte. Komm. Da brauchen wir eh genug. Hab ich alles klar. Okay, im Moment hat's... Ach, da links gibt's auch noch einen, oder was? Jawohl, voll viel. Also, sie musste aufpassen. Aber vielleicht kriegst du den da drüben ja mit deinem Scharfschützen-Dings. Wenn du markiert hast, dann stimmt. Ah oh, nee, ich glaube ich. Oh, Alter. Ich hab ihn getroffen, aber mit der falschen Waffe. Alter. Bisch, 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 bisch. Biu, biu, biu. Okay, jetzt zieht er da rüber. Och Gott, und ich zieh ganz falsch. Das gibt's doch gar nicht, ey. Ich hab ihn. Jawohl. Oh Gott. Oh, okay. Den habe ich auch. Alter Kretsche. Diese Schüsse wieder, diese Präzision, unglaublich. Ah, ich sehe schon, das läuft bei dir. So, jetzt bin ich hier an der Minigun. Und hab keinen zum. Da vorne ist ein übelster Helikopter. Ja, das habe ich vorhin schon. Alter, hier gleich macht's mega Boom, ey. Pass mal auf. Was denn? Mit Lai, er lebt noch da. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab's leider nicht gesehen. Wow. Von wo? Alter, von wo? Was? Von hier? Alter, scheiße, zu spät. Ich brauch Hilfe. Wo bist du denn? Ich bin hier oben auf dem Turm. Oh, pass auf, da kommt einer auch. Alter, habe ich ihn noch erschossen, aber er mich auch schon in dem Moment. Jetzt muss ich aber warten, Alter. Weil ich bin halt im roten Bereich. Ja, dann warte mal kurz. So, ist bei dir oben einer? Nee, bei mir ist keiner, aber ich weiß, es ist... Okay, nee, wenn du da bist, ist keiner mehr. Ich habe nur den einen Punkt, aber vielleicht hast du den noch platt gemacht, weiß ich nicht. Oh, gracias. Okay. Muchas gracias, hombre, ole, ole. So, und hier lief nämlich eigentlich noch einer. Der einen habe ich platt gemacht. Ja. Der wollte gerade hochkommen. So, hier nicht. Ah, hier. Looky, looky. Ich hab ihn jetzt drin. Einer mit genau da. Drei auf einmal. Sehr schön. So, die Seite ist sauber. Jetzt können wir mal gucken, was es hier noch gibt. Hier gibt es auf jeden Fall eine Munitionskiste irgendwo. Ah, sehr gut. Nachschub. Wobei, einer muss hier noch rumlaufen. Oh, 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 oh. Hier sind mehrere noch. Aber auf der anderen Seite. So, den hier habe ich platt gemacht. Hier ist noch einer im Haus. Ja. Sauber. Achso. Ja, super. Jetzt sind wir hier wieder blank. Sehr schön. Ja, das lief. Ah, wie er hier liegt, ey. Ja, cool. Da haben wir gleich einen schönen Heli am Start. Ja, Mann. Da ist eine Kartellauszeichnung. Eine Kartellauszeichnung. Also okay, dann tun wir den Nachschub. Ich hacke hier mal das Dingsterwumpsti. Hör zu. Da liegen noch Dokumente. Weg daneben. Worauf warten wir dann? Machen wir den Laden platt.
Ah, hier, Nachschub. Es gibt ein Problem. Die Tür lässt sich nur mit einem Zugangscode öffnen. Wo kriegen wir den Code her? Hieraus geht hervor, dass ihn El Emissarios Assistent hat. Wir müssen ihn finden. Hier ist ein Fertigkeitspunkt. Ja, gut, dass du das hast. Den hol ich mir gleich noch. So, ich habe ein paar Infos entdeckt. Hier ist er. Oh, geil. 7 Waffen und Zubehörpositionen, Alter. Ja, ordentlich, ne? Alter. Schon krass, so. Wenn ich hier runterspringe, das müsste eigentlich klappen. Wäre schon ziemlich nice, wenn es so ein neues Sniper gibt. So, und Nachschub hier sichert. So. Sind wir hier durch? So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Boah, der hat eine Minigun. Ich glaube, du musst das Ding fliegen, Alter. Ich bin alles Schütze. Alter, was ist das für ein Helikopter? Fettes Ding, ey. Könnten wir theoretisch glatt mal hier diesen. Ich habe mal so einen Nachschub markiert. Ja. Wenn du den mit einer Minigun abfeuerst, da müsste eigentlich klappen. Ja, kann ich eigentlich nebenbei auch schießen? Nee. Wie nebenbei? Nee, also mit X sozusagen. So, nee. Warte mal, wenn ich jetzt eigentlich so perfekt. Achso, der fällt. Ja, sogar. Ich kann einen Sitzwechsel machen, aber. Nee, bleib mal da. Und ich versuche mal hier mitten auf dem Weg zu landen. Dann kannst du ja eigentlich perfekte Position, um den abzuballern. Alter, richtig geil. Jetzt musst du die nur treffen. Dahinter noch, den musst du abschießen. Schieß mir den dahinter noch ab. Alter. Jawohl, sauber. Das dauert ewig, ey. Hammer. Warte, ich tue hier schnell reinhauen. Auf der Straße. Sieht nach Versorgungskonvoi vom Kartell aus. Die schießen. Hammer, geil. Und wieder. Ja, ab geht's. Los, wir müssen hoch. Komm, beweg dann, du setzt dich doch hin. Los. Ja, geil, los. Richtig geil. Mal so eben schnell mitnehmen, ey. Geil. So, wollen wir Haupteinsatz oder noch schnell den Nebeneinsatz? Ach komm, ich nehme auch noch kurz mit. Ist ja gleich in der Ecke. Boah, bei mir Hausmigration läuft. Was los hier? Schüchtern sie den Sicario ein. Oh ja, gut, die haben ordentlich zu tun. Warte mal, bei mir lädt er gerade nach. Okay. Läuft. Also ich kann nichts machen. Okay. Ah ja, sind wir dabei. Kretsch hat die Verbindung getrennt. Was? Hab gar nichts gemacht. Okay, das heißt, du bist doch gar nicht im Heli, oder was? Doch, ich war gerade im Heli und der ist runtergestürzt, weil da stand, du hast die Verbindung getrennt. Okay, aber ich bin noch hier. Ah, jetzt haut er ab hier, das gibt's doch gar nicht. Wo bist du denn dann jetzt? Ich bin gerade gestorben, weil ich war im Helikopter und da stand da, die Verbindung wurde getrennt. Und jetzt lädt er oder was? Ey, was ist das denn jetzt? Jetzt stehe ich hier mit zwei, drei anderen Typen hier. Okay. Dann. Keine Ahnung. Muss ich dich wieder einladen, wa? Ja, warte, ich kann auch beitreten dir so. Ja, oder so. Ich verfolge derweil mal hier diesen Sicario. Was ist denn der Scheiß? Jo, keine Ahnung, ich bin eigentlich. Hab gar nicht groß viel gemacht. Noch nicht mal pausiert das Spiel. Ich weiß nicht. Kann man sich da einfach abwerben oder was? Suchen wir ältere Leute in das Böse zu unserer Gruppe? Was für ein Scheiß, ja. Kann man das nicht privat machen hier? Kann man auch, dass du keine Einladung groß kriegst. Ja, wohl, Mats ist wieder beigetreten. Erkundung. Ja. Wäre ja eigentlich ganz nice, wenn du gleich jetzt direkt bei mir drin bist. Das wäre gut, aber das glaube ich nicht. Im Heli, nee, ich glaub's auch nicht. Na, du kannst dich abholen mit deinem Monster. Ja. Ah, da bist du, alles da. Ja, halb Kilometer entfernt, ey. Oh, was geiler Golfplatz hier. Ich kann nicht einstellen, Trupp Privatsphäre, das musst du machen.
So, okay, warte, ich bleib stehen, ich bin hier über dir. Ach da, okay, ich komm zu dir. Wie ist der entkommen? Mist, ich dachte, wir hätten ihn. So, wie ja. Gut, weil ich dich jetzt abgeholt habe, habe ich den kurz aus dem Auge gelassen. Deswegen wahrscheinlich. Ja gut, dann machen wir hier die Hauptmission, oder? Zeigen wir, dass Casitas Resort kein sicherer Hafen ist, wie das Kartell behauptet. Überfallen Sie das Casino und erschrecken Sie die Besucher. Ja, auf geht's. Ich will Sie im nächsten Flieger raus aus Bolivien sehen. So Leute, ihr habt's gehört, wir müssen jetzt das Casino überfallen. Zerstören Sie die Spieler auf... Sorry, jetzt habe ich... gar nicht auf den Flug geachtet, ey. So, wir müssen Spielautomaten und Spieltische zerstören. 42, ich gehe von aus, dass wir 42 davon vor uns haben. Vielleicht können wir damit voll reinziehen hier mit dem Ding. Ja, meinst du? Also nicht, ich kann da mal kurz vorbeifliegen und dann haben wir drauf gerätseln. Weil ich denke, wir müssen da rein. Ach, Mann. Aber dreh dich mal ein bisschen, da sind ein paar Autos, die kann ich zerschießen. Kein Schalldämpfer. Ja, richtig geil geparkt, ey. Hammer. Also für dich ist gut. Ich hau mal kurz ab. Du stehst da gerade richtig top. Oh, nee, ich kann nicht mehr hochziehen. Geht nicht. Achso. Getroffen? Ich bin unten ausgestiegen. Hier unten steht ein Lamborghini, ey. Granate fliegt. Ja, das ist ein Casino. Achso. Fuck, wir haben den nicht festgenommen, Fletsche. Da ist jemand entkommen. Ja. Ich versuche mal, ob ich hinterher komme. Den holen wir uns später wieder. Alter, da oben ist einer mit, ne? Ich bin gleich wieder da. Was machst du? Holst du den oder was? Ja, ich hole mir den jetzt. Achso, alles klar. Der Hubschrauber ist so geil da oben. Boah, wie ich hinterher komme, er mit seiner geilen Karre. So, ich markiere mir mal die Leute hier. Die sind alle aus dem Casino rennen, ey. Casino voraus. Komm, nur Zerstörung und Lärm, Leute. Wir müssen niemanden töten, um das zu schaffen. Sehr gut, kriege ich nicht mehr, der ist weit weg. Aber jetzt nehme ich mit dem Lamborghini, komm zurück. So. Und ich hole uns mal hier... Verstärkung, warum geht das nicht? Alles klar, Kumpa. Jemand kommt zu der Position. Oh, drei auf einmal. Sehr geil. Ja, kommt mal hier schön in die Zielbahn. Sehr geil, jetzt haben wir glaube ich nur noch den einen da auf dem Turm oben. Jawohl. Alter, meinst du, musst du herkommen? Musst du mal zu mir kommen? Der Hubschrauber. Ja, geil, oder? Ja. Zu mir hier. Hubschrauber voll am Zettel. Warte. Achso, ja, muss auf dem Dach da oben ist noch einer. Ja, ich sehe ihn, er hat schon auf dich geschossen. Ich habe ihn nicht getroffen. Ey. Na komm, Kopf hoch. Komm. Ah, schade. Was? Egal, ich komm zu dir. Ah, hier. Sauber, Verstärkung ist da. Jetzt habe ich ihn. Was ist denn das Rote hier? Achso, jetzt haut er wieder ab. Was ist mit dem Auto hier? Verstehe ich nicht. Das ist auf jeden Fall hier, ne? Mein Schlachtfeld, Leute, ihr seht's. Ach, das ist ein rotes Auto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. Ja gut. Der eine sieht mir sehr nach einem Zivilist aus. Ich hoffe, es war keiner. So, dann stürmen wir mal. Nee, ich komme jetzt auch. So, wir müssen... 1.
Alter, wie geil ist das denn? Einfach mal Brust rauslassen hier. Wie ist das hier? Ein paar Granaten fliegen. Warte, ich hau da eine in die Ecke. Achtung, macht gleich Boom. Oh, was? Ding, 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 ding. Jackpot, Alter, Jackpot. Ja, wie geil. Hier oben gibt's einen Fertigkeitspunkt. Jawoll. Ach da. Granate fliegt. Warte, wie geil ist das? Ja, schade, dass das keine Echtwährung ist so, die uns im Spiel ja, weiterbringt. Echt? Das wäre natürlich nice. So, aber jetzt habe ich ja nichts mehr. Ach, Tische auch. Ja, ja, Tische auch. 39. Warte mal, aber anscheinend müssen wir dann oben noch. Wobei ich oben eigentlich auch schon. Achso, warte, da gab es noch einen Nebenraum, aber da bist du drin. 40, 41, jetzt noch. Jawohl. Das Gebäude liegt in Trümmern. Dem Pionierkumpel gefällt unser Angebot. Das erregt mir sehr schön. Würfeln wir jetzt eine Runde oder ist der Tisch im Arsch? So, jetzt hast du hier so einen fetten Schlitten, ne? Na ja, Mann, das war schon leicht demoliert. Naja. So, dann können wir ja. Arbeiten wir uns nach oben vor, wa? Auf jeden Fall. Dann jetzt nach... ja, hier, ne? Zum gelben direkt da? Ja, genau. Hier? Die Aufklärungs... Ja, hatte ich auch markiert. Hast du schon markiert, dann markiere ich direkt den nächsten. Genau, das ist ja dann dahinter. Dann passt das ganz gut. So, was sagt denn überhaupt das Taro? Ich glaube, wir sind schon mit der ersten Folge durch. Ja, nice. Also Leute, in der nächsten Folge geht's dann damit weiter. Bis dahin. Na welchen. Peace. Ciao.